Neue Woche, neues Video und Philipp Meisel und meine Wenigkeit versuchen heute uns mal ein bisschen anzunähern an das Thema, das viele Fans und Beobachter der Bundesliga in den vergangenen Wochen beschäftigt, die Fanproteste rund um die Investorensuche bei der DFL. Wir versuchen euch hier einfach mal ein bisschen mitzunehmen, auf den Stand der Dinge zu bringen und vielleicht auch dem einen oder anderen die Frage zu beantworten, worum geht's da eigentlich? Was ist der Hintergrund des Ganzen? Vielleicht fangen wir damit einfach mal direkt an, Philipp. Was ist denn der Stein des Anstoßes? Der Stein des Anstoßes ist eine Suche der DFL, also des Verbandes der deutschen Profiklubs. 36 Clubs sind da drin, auch der VfB Stuttgart, nach neuem Geld. Ja? Die wollen also neues, frisches Geld, das sie durch ihre Maschine sozusagen durchjagen können. Ja? Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Auto, großer Trichter, da kommt der Sprit rein und hinten im Auspuff kommt alles wieder raus. So genau läuft es ein bisschen auch mit dem Geld in dieser Branche. Auf der Suche nach neuen Geldern ist man auf ein Modell gestoßen, das viele als Investorenmodell beschreiben. Genau genommen ist es nicht ganz so. Es ist nicht so, wenn ein Investor bei einer AG einsteigt, dann kauft er Anteile dieser AG. Das ist bei der DFL nicht der Fall. Das heißt, es wird nichts entnommen aus der ganzen Thematik, sondern man hat für die Medienrechte am Fußballsport, an der Bundesliga und am zweiten Liga-Business eine extra Gesellschaft gegründet, eine GmbH. Da liegen alle Medienrechte. Und an diese Medienrechte sollen für 20 Jahre etwa, soll da der potenzielle Investor eine Mehrheitsbeteiligung erwerben können für roundabout 1 Milliarde Euro. Das ist quasi der Stein des Anstoßes. Man hat also versucht, da große Unternehmen, eigentlich sind es gar nicht Unternehmen, wenn man so möchte, zu finden, sondern hat 6 gehabt ursprünglich mal. Ne? 2 sind übrig geblieben, CVC und Blackstone heißen die. Das sind beides Unternehmen aus dem Private Equity Sektor, also Risikokapitalgeber, die unterschiedlichste Beteiligungen haben weltweit an allen möglichen Dingen, ob das Sport ist oder Brauereiwesen oder sonstige Dinge. Also diese beiden sind übergeblieben und man hat zuerst in einer Abstimmung letzten Sommer das ganze Thema in der DFL durchzudrücken versucht. Die ist dann gescheitert, unter anderem mal der VfB in Person von Klaus Vogt, er ist der Delegierte, der bei der DFL-Versammlung immer dabei ist, gesagt hat, so wie das momentan dieses Modell aussieht, können wir das nicht machen. Dann wurde die Zustimmung verweigert. Das heißt, es haben nicht die üblichen, keine Mehrheit hat sich gefunden für dieses Thema. Und man hat es neu aufgerollt. Ich glaube, was man dazu sagen muss, also das Ding ist zweischichtig. Das eine ist generell die Frage, öffnet sich die DFL für potenzielle Investoren? Richtig. Die Frage. Und das zweite, und das ist das, worum sich jetzt vor allem auch diese Proteste drehen, das sind diese Abstimmungen, die stattgefunden haben. Wir hatten schon eine bei der DFL im vergangenen Jahr. Da sind stimmberechtigt die 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga. Da gab es eine Abstimmung, die erst mit Nein beschieden wurde, also gegen die mögliche Öffnung für Investoren. Und dann jetzt eben vor kurzem eine neuerliche Abstimmung, die eben genau diese Zweidrittelmehrheit ergab, die notwendig ist, um sozusagen sich dafür Investoren zu öffnen. Und um diese Abstimmung, da ranken sich eben, ich sag mal, Irritationen. Richtig, es wurde genau die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. Und zwar mit einer Stimme dabei, die von dem Kollegen Kind abgegeben wurde, seines Zeichens Vertreter und von Hannover 96. Bei Hannover 96 war es aber wiederum so, dass der Verein den Delegierten beauftragt hatte, mit Nein zu stimmen. Offensichtlich aber ist das nicht geschehen. Zumindest, wenn alle anderen Vereine, die mittlerweile, obwohl es eine geheime Abstimmung war, durchblicken haben lassen, wie sie gestimmt haben, wenn alle anderen Vereine die Wahrheit sagen, dann muss es so sein, dass diese eine Stimme, die gefehlt hat für die Zweidrittelmehrheit, von Kind gekommen ist. Damit hätte er sich gegen die Weisung seines Vereins widersetzt und damit hätte er gegen die 50+1-Regelung verstoßen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem sozusagen die Diskussion entbrannt ist, denn zum einen wird eben eine Neuabstimmung gefordert. Unter anderem gab es dann Vorstoß von Klaus Vogt, eben dem VfB-Präsidenten, in der vergangenen Woche. Und aber eben auch von Fanseite ist es ja dann genau das Thema, dass man sagt, die Abstimmung ist das andere ist aber die Transparenz. Also wir würden gerne wissen, wie kam es dazu, wie wurde von wem abgestimmt, denn die Abstimmung an und für sich war eben geheim. Also es ist nicht komplett offengelegt, wer wie wo abgestimmt hat. Und das ist sozusagen ein Hauptkritikpunkt von Fanseite. Das heißt, wir würden das gerne A, im Idealfall nochmal machen und B, aber zumindest die Transparenz
wie denn nun genau abgestimmt wurde und von wem und wer sich eben, wie du gerade angerissen hast, möglicherweise gegen die Weisung des Vereins gestellt hat. Die Fans haben dafür Protestformen gewählt, die dann sichtbar werden, wenn das Produkt sozusagen erstellt wird, nämlich während eines Fußballspiels. Deswegen fliegen Tennisbälle, deswegen fliegen Flummis, deswegen seht ihr Schokotaler auf dem Platz, Spielunterbrechungen, es hängen Fahrradschlösser an Tornetzen und so weiter und so fort. Ja? Und dieser Protest hat jetzt dazu geführt, dass dieses Thema in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Ja, die ja. Wahrnehmung ist eine ganz andere, als sie es zu Beginn dieser ganzen Investorensuche im Frühling letzten Jahres war. Und das geht natürlich auch schon einige Wochen und man hat so ein bisschen gefühlt zumindest den Eindruck, dass die zumindest die Dauer der Proteste so ein Stück weit länger ist. Die Nachspielzeiten werden bei dem einen oder anderen Spiel dann doch schon deutlich zweistellig. Unter anderem eben auch beim VfB-Spiel am vergangenen Wochenende gegen Mainz. Da gab es 15 Minuten ja. Nachspielzeit im ersten Durchgang. Und ja, die einen begrüßen das vollumfänglich. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Auch im Stadion hat sich da ein bisschen Unmut geäußert. Das heißt, nicht jeder ist komplett einverstanden mit der Art und vielleicht auch dem Umfang des Protestes. Und das ist eben auch eine Frage, die halt gerade eben auch die Fanszene deutlich zu Diskussionen bringt. So ist es. Es war zum ersten Mal, waren Pfiffe deutlich wahrnehmbar in Stuttgart an diesem Wochenende. Nichtsdestotrotz gibt es eine aktuelle Umfrage, eine repräsentative des Plattforms FanQ, der Plattform FanQ, angestoßen von Sportwissenschaftlern, deutschen Sport, unter anderem Harald Lange dabei, den kennt man, glaube ich, in diesem Kontext. Und dabei kam heraus, dass über 60% der deutschen Fußballfans nicht einverstanden sind mit dieser Investorensuche und so, wie sie eben abläuft. Und es wurde darauf Wert gelegt, dass eben nicht nur Ultras sozusagen befragt werden, die natürlich die Meinungsmacher sind in diesen Protesten, die am lautesten sind, die am organisiertesten sind. Aber die Fanszene an sich, die ist ja deutlich vielschichtiger und eben auch aus anderen Bereichen dieser Fanszene gibt es eine klare Meinung hinsichtlich der Thematik und die ist die, das sollte so unter den Bedingungen, wie sie aktuell existieren, nicht fortgeführt werden. Dann werfen wir den Blick nach vorne noch an der Stelle. Ich saß Dienstagabend vor der Glotze, habe Champions League geguckt. Da ereilte die Nachricht, dass einer der potenziellen Investoren, Schrägstrich Geldgeber, sein Interesse zurückgezogen hat an dem möglichen Engagement der DFL. Ist das richtig? So sieht's aus. Blackstone ist raus, also eines der Geldgeber, die noch da waren. Die sind ausgestiegen, haben sich zurückgezogen. Noch ist es so, dass die DFL eine Neuabstimmung ablehnt. Sie sagen, das Ergebnis ist da, das ist bindend. Aber ich denke, da wird zum einen am Wochenende seitens der Fans einiges passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass weitere Vereinsoffizielle, so wie es Klaus Vogt jetzt schon mehrfach getan hat, versuchen, diese Debatte weiterhin am Laufen zu halten, um vielleicht doch noch dahin zu kommen, dass man eine transparente Abstimmung durchführt. Denn, und da hat unter anderem Vogt recht, es kann eigentlich nur Akzeptanz geben, wenn es überhaupt jemals eine geben sollte für diese ganze Thematik. Wenn wir es schaffen, diese Abstimmung innerhalb der DFL so durchzuführen, dass sie für alle transparent, einsehbar und nachvollziehbar ist. Nur dann kann es Akzeptanz geben. Ja, weil dann ist ein demokratischer Prozess abgelaufen und den gilt es zu akzeptieren. Das ist nun mal so. Und das ist das, was, glaube ich, eben viele noch in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Wie gesagt, zum einen mit Blick auf Investorensuche, mögliche Neuabstimmung, ja, nein, aber eben auch zum anderen mit Blick auf mögliche weitere Proteste in den kommenden Wochen in der Bundesliga. Wir werden das für euch wie gewohnt im Blick behalten und würden natürlich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Wie steht ihr denn zu dem ganzen Thema Investorensuche bei der DFL? Wie steht ihr zum Thema Proteste während der Bundesligaspiele? Schreibt es uns gerne mal hier unten in die Kommentare. Und ansonsten verweisen wir noch auf den Podcast statt. Den gibt es wie immer Donnerstag um 16 Uhr. Da wird man das Thema natürlich auch in den Mittelpunkt unserer Sendung stellen, noch ein bisschen ausführlicher beleuchten können als hier in diesem YouTube-Format. Hört euch das gerne an, bildet euch möglichst umfassend eine eigene Meinung. Und dann werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie es weitergeht. Sicher ist, die DFL steckt in einer Zwickmühle. Sie hat jetzt nicht nur noch einen Verhandlungspartner. Und was ist, wenn man eine Verhandlung führt und hat nur noch einen Verhandlungspartner? Ja, der hat ziemlich gute Karten. Ja, also die CVC-Leute können jetzt eigentlich so ein bisschen Druck machen. Bin sehr gespannt, wir sind alle sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und werden euch selbstverständlich hier auf dem Laufenden halten. So ist es. Bis zum nächsten Mal.